Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dieses Mal haben wir nicht so dermaßen Pech wie beim letzten Mal. Also es lief alles ziemlich, ziemlich gut, fand ich. Und dann auf dem Schwarzmarkt plötzlich, bumm, tot. Einfach so, ohne Erklärung, ohne alles. Die Kiste ist mir keine Bombe wert. Ah, ja. Das ist ein sehr komisches Level. Aber okay. Peitsch. Peitsch. Kriege ich dich von hier? Nein. Muss mich erst noch daran gewöhnen, was wie weit fliegt. Kisten habe ich eigentlich schon ganz gerne, aber da kommen wir nicht mit einer Bombe ran. Ich höre was. Was zur Hölle? Wo höre ich denn was? Da höre ich was. Oh. Komme ich allerdings auch nicht hin. Das ist ein sehr komisches Level. Oder komme ich da von hier hinten irgendwo? Also erstes Level ohne Küsschen fände ich schon sehr komisch. Nö. Vor allem kann ich mich auch nicht irgendwie hier durchbomben. Jedenfalls nicht richtig. Außer ich time die Bomben im richtigen Moment und bla. Und nee, das wird nix. Sproing. Na gut. 4300 Gold, kein Küsschen. Das ist ein ziemlich doofes erstes Level. Aber sei es drum. Muss es auch mal geben. Hoffentlich wird das zweite besser. Naja. Also hier könnten wir jetzt... Genau. Klebebomben und Edelsteine. Das ist schon mal gut. So. Bisschen Kleinkram nehmen wir auch mit. Anscheinend kriegen wir nichts Besseres. Und oh, eine Blondine. Und ein Götze. Wobei wir erstmal gucken müssen, ob hier irgendwo ein Händler ist. Bevor wir da irgendwas machen. So. Nix. Mit. Ja, da unten ist nämlich ein Händler. Mit einer lila Kiste. Obwohl diese Überraschungskisten können ja vielleicht alle Farben haben. Ich glaube, sonst sind die grün-rot irgendwie so. Gucken wir einfach gleich mal. Erstmal hätte ich gerne dich da. Dich da. So. Warte. So, so haben wir den Durchgang, so haben wir den Edelstein bekommen. Wir können uns eh gleich neue Bomben kaufen. Und die hätten wir auch ganz gerne. Also einmal Bombenkiste. Überraschungskiste für 8000 können wir uns nicht leisten. Und raus hier. Das sind echt kurze Level. Wir hätten bisher noch kein einziges Mal den Geist. Aber, So, 5 Herzen. Fast kein Gold. Da hätten wir eine Kiste. Oh, und die Blondine, sehr schön. Und neue Seile, ja doch. Wenn wir jetzt noch Kletterhandschuhe bekommen würden, dann wäre alles super. Oder Sprungschuhe, das ganze gute Zeug halt quasi. Nicht die Blondine in die Stacheln schmeißen. Hops. Wo ist der Ausgang? Boing, boing. Nicht hier. Ah, die Hops. Oh. Was? Okay. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Stacheln. So, kurz runter gucken. Da ist der Ausgang.
Wie zur Hölle habe ich gerade die... Egal. Hops. So. Oh, die nehme ich mal mit. Kommt die Spinne runter, das ist egal. Kommt eh nicht hier hin. Kleiner Fitzel Goldrest. Spring. Du kommst mit und Bombenhängers Bomben. Ist eigentlich nicht ein Seil wert, aber wir haben so wenig Gold gefunden in letzter Zeit, da gebe ich lieber ein Seil aus. Zumal ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir sterben werden, bevor wir alle Seile verbrauchen. Ja, ist wahrscheinlich, ja. Knutschi. Oh, das sieht doch gut aus. So goldtechnisch. Was sagt die andere Seite? Sorry. Die andere Seite sagt, ja, doch auch. Na. Ah. Ja, die Pfeilfalle übersehen. Da müssen wir, glaube ich, nicht durchspringen. Da kommen wir auch anderweitig hin. Und jetzt brauchen wir das Küsschen auf jeden Fall. Damit wir wieder auf 5 kommen. Ich weiß, ja, eigentlich 4 reichen und so, aber ich habe schon ganz gerne 5. Peitsch, peitsch. Peitsch, Gott. So. Wieder mal ein Seil. Höchstwahrscheinlich verschwendet, aber sei es drum. Aha. Das war ein guter Wurf. So, Blondine war da. Hops. So, haben wir irgendwo einen Shopkeeper? Das müssen wir später gucken. Nein. Ohohoho. Das war sehr knapp. Und nicht geplant. Und wir haben da einen Shopkeeper, da rechts nämlich. Da wird die Kuh garantiert hinfahren. Also lassen wir das mal lieber. Kommst mit. Kommst mit. Komm her, Spinne. Oh. Okay. Peitsch. So, ich hätte gerne dich wieder. Zing. Dahin. Was zur Hölle war das? Das ist mir vor der Nase explodiert. Ich glaube, es sollte hier weggehen. Also ja, das hätte absolut ins Auge gehen können. Mit dieser Explosionskiste. Da muss irgendein Dreckstück gegen geflogen sein oder keine Ahnung. Aber gut, Dschungel. Tödlich wie immer. Blam. Was haben wir denn hier so? Nichts. Da ist eine Kiste. Kisten habe ich eigentlich immer ganz dicky Fallen. Ganz viele dicky Fallen. Das muss nicht sein. So, wir hätten gerne eine Kiste. Also wir würden gerne hier runter. Und keinen Fallschaden nehmen. Wir mit dich gerne K.O. schlagen. Den Kompass mitnehmen. Weil wir es können, die Tiki-Falle hier sprengen. So. Geht doch nichts über etwas exzessive Gewalt. Blondine ist hier unten. Oh. Gehst du wohl mal. Weg da. Und ein Kali-Schrein. Mir wird immer wieder gesagt, ich soll die Blondine da opfern. Das klingt ein bisschen makaber. Außerdem kriegen wir denn kein Küsschen, was doch ziemlich toll ist. Peitsch. Oh. Das hatte was. Zeug.
Nö, okay. Was hier? Also ja, wenn es sich irgendwann mal ergibt, stimmt, kann ich sie mal opfern und gucken, was dabei rumkommt. Aber ich denke nicht in der Tagesaufgabe. Das sollte ich zwischendurch mal in so einem ganz normalen Run ausprobieren. So, unten ist der Ausgang. Explosionsfrösche. Normale Frösche. Spring. Wo ist die Blondine? Da sind Äffchen. Okay. Weg. So, halbe Tiki-Fallen sind immer noch ganz tödlich. Also, zwei Herzen halt. Und das... Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das ein aufstehendes Skelett ist. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Eine fleischfressende Pflanze ist nicht so schön. Noch mehr Tiki-Fallen. Wir haben noch keinen Kletterhandschuh. Es werden langsam viele Frösche da oben. Oh, die bringen nichts. Okay, raus. Wir sind gleich aus dem Dschungel raus. Was zur Hölle ist hier los? Also wir finden nichts, wir kriegen nichts, wir kriegen nur ab und an Schaden, aber... Genau, lauf da mal rein. Oh, nee, da will ich nicht hin. Ganz viele Tiki-Fallen. Spring. Weg. Ist auch nicht wirklich toll da. Wo gehen wir am besten mal runter? Das sind Piranhas. Das ist echt ein übles Level. So. Also da hinten ist ein Piranha. Da unten ist ein Götze. Kommen wir sogar noch ran. Okay. Hops. Oh. Ups. Wollte eigentlich nach schräg unten werfen. Ich kann, glaube ich, nicht nach schräg unten werfen. Komm näher ran. Goodie. Spring. Falscher. Das war der falsche. Verdammt. Spring. So. Ah, da unten sind ja noch mehr. Wollt ihr mich veräppeln? Oh, eine Blondine. Warum fressen die Piranhas nicht den doofen? Egal, lassen wir das. Das war knapp. Ist nicht geplant. Lasst mich alle in Ruhe. Komm. So. Ach, du lebst ja noch. Okay, warte. Euch. Alle tot? Ja, lass mich in Ruhe, du Waffe. Weißt du was, Pflanze? So nicht. Nein! Warum ist der Götze auch noch hier? So, Götze raus. Blondine raus. Hier raus. Das war ein absolut gautisches Level. Ich habe sehr viele Bomben verbraucht, aber es ist beachtlich wenig in die Hose gegangen dadurch. Okay. Piranhas. Komische Frösche. Noch mehr Piranhas. Blaue Frösche. Oh. Wir haben die Schnecke erledigt. Oh.
Bumerang. Steh auf. Oh, ich habe gerade eine Mandarine gehört. Da oben links. Peitsch. Peitsch. Da oben. Warte mal. Da brauche ich zwei Bomben. Sprawling. Hier? Ich glaube ja. Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Das hätte mich auch treffen können. So, du kommst mit. Du kommst runter. Zoing. Das war knapp. Jo, raus. Sind wir jetzt schon im Eis? Ach du, gute Güte. Da waren die UFOs und Yetis und all das andere Zeug, was sie noch nicht kennen. Okay. Du kommst mit. Irgendwas ist gerade explodiert und macht komische Sachen. Ihr seid das, ne? Ich glaube, ich habe gerade Außerirdische umgebracht. Was zur Hölle machst du? Okay, die schießen mit komischen Eisdingern. Oh. Was zur Hölle? Oh oh. Ich glaube, ich hänge hier fest. Jupp, ich hänge hier fest. Ich habe was gehört, dass man in die Dinger hier die Blondine reinschmeißen soll. Und dann? Dann kommt ein Wurm und frisst die Blondine auf. Wahrscheinlich hätten wir an der Stelle sein müssen, wo die Blondine ist, ne? Menno, ich will nicht da jetzt runterspringen. Oh, gleich kommt der Geist und dann ist alles vorbei. Kann ich nach oben werfen? Ja. Bringt mir das was? Nein. Jetzt haben wir auch keine Bomben mehr. Okay, ich versuche jetzt mit rechter Maustaste nach links rüber zu springen. Bin tot. Das ist kein schönes Ende. Nicht wirklich. Aber hey, wir haben es bis ins Eislevel geschafft. Wir haben Außerirdische mit einer Blondine vom Himmel gejagt und sind dann in den Tod gestürzt. Platz 3. 120.000 ist mal eben doppelt so viel wie ich. Was haben wir noch? Jo, das war's. Eine Reihe. Ebene 4. Wir haben es gerade mal in den ersten Level von Ebene 3 geschafft. Ich weiß nicht mehr, was Ebene 4 ist. Aber okay. Trotzdem würde ich sagen, wir machen Fortschritte. Ins Eislevel zu kommen ist schon mal eine sehr gute Sache. Und über die 40.000 zu kommen ist eine sehr gute Sache. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder, wo wir hoffentlich noch weiterkommen. Also bis dann.